Im Burgenland gibt es tatsächlich jede Menge an Koalitionsvarianten. Die SPÖ könnte wie bisher mit der ÖVP weitermachen oder mit der FPÖ oder in einer Dreierkoalition mit Grünen und der Landesliste Burgenland, einer FPÖ-Abspaltung. Aber die SPÖ könnte auch erstmals seit 50 Jahren den Landeshauptmann verlieren, weil sich auch eine Dreierkoalition zwischen ÖVP, Freiheitlichen und Landesliste ausgehen würde. Und ich begrüße jetzt SPÖ-Landeshauptmann Nissl live bei mir im Studio. Guten Abend, vielen Dank fürs Kommen. Schönen guten Abend. Herr Landeshauptmann, Sie haben gestern 6,5 Prozentpunkte verloren. Das schlechteste SPÖ-Ergebnis seit 65 Jahren erzielt und Ihr Wahlziel 18 Mandate bei weitem verfehlt. Haben Sie seit gestern irgendwann überlegt, zurückzutreten? Nein, überhaupt nicht. Wir haben 42% bekommen. Das ist österreichweit betrachtet und auch international ein gutes Ergebnis, auch wenn natürlich die 6% sehr schmerzen, dass ein schlechter Tag für die Sozialdemokratie war, das muss man sagen. Diese Niederlage schmerzt. Aber auf der anderen Seite haben wir 42%. Der Abstand zur zweitstärksten Partei der ÖVP beträgt mehr als 13 Prozentpunkte. Also insofern ein klarer Auftrag. Die stimmenstärkste Partei, so wie das in allen Bundesländern in Österreich ist, soll den Landeshauptmann stellen. Aber Sie haben als Wahlziel ja nicht formuliert, wir wollen stimmenstärkste bleiben oder wir wollen 13% Abstand zur ÖVP haben, sondern Sie haben gesagt, Sie wollen 18 Mandate, tatsächlich haben Sie jetzt 15. Die SPÖ Burgenland hat noch nie in ihrer Geschichte bei einer Wahl einen derart großen Verlust erlitten. Sie sind seit 15 Jahren der Landeshauptmann. Der Wahlkampf war völlig auf Sie zugeschnitten. Tragen nicht Sie die Verantwortung für diesen Verlust? Natürlich trage ich die Verantwortung. Sie ziehen keine Konsequenz daraus? Wir ziehen die Konsequenz, dass wir die Politik ändern müssen, dass wir die Sorgen der Menschen sehr ernst nehmen müssen, dass wir darauf reagieren müssen und eine Koalition bilden, die eben eine Politik macht, die sich noch stärker an den Sorgen und an den Anliegen der Menschen orientiert. Das wird die Herausforderung der nächsten 5 Jahre sein. Und das Burgenland, das ist ja unbestritten, hat sich in sehr vielen Bereichen sehr gut entwickelt. Was heißt denn das eigentlich, sich an den Sorgen der Menschen zu orientieren? Das ist also ein Gemeinplatz, der nach Wahlen immer kommt. Aber was werden Sie denn jetzt für eine andere Politik machen? Wir werden teilweise jene Themen noch stärker artikulieren, die Menschen bewegen. Das ist die Sorge um den Arbeitsplatz. Das ist der Verdrängungsprozess, den es im Burgenland am Arbeitsmarkt gibt. Das ist die steigende Arbeitslosigkeit. Das ist das Thema Sicherheit. Das ist das Thema Bildung. Und genau das haben wir auch gesagt. Wir haben das vielleicht zu wenig intensiv gesagt oder darauf vertraut, dass die Leistungen der Vergangenheit honoriert werden. Aber das sind neue Herausforderungen. In der Steiermark hat sich Franz Voves ganz, ganz kategorisch von der FPÖ abgegrenzt. Sie haben das nicht annähernd so gemacht, sondern ganz im Gegenteil einen Wahlkampf gemacht, der im Ton viele Beobachter durchaus an die FPÖ erinnert hat. Da hat es geheißen, Sie sind ein sozialdemokratischer, populistischer Rechtsausleger, stramm rechts und so weiter. Aber ist dieser Ton in Ihrem Wahlkampf der Grund, warum Sie weniger an die FPÖ verloren haben als Voves? Ganz nach dem Motto, wozu die FPÖ wählen, populistisch ist Nissl auch? Also wir haben Analysen, wenn wir nicht die richtigen Themen besetzt hätten, dann hätte die Sozialdemokratie auch im Burgenland deutlich mehr verloren. Die FPÖ hat 6% dazugewonnen. Das ist ein Wahlerfolg für die Freiheitlichen. In anderen Bundesländern sind die Zuwächse deutlich größer. Also insofern haben wir auf richtige Themen gesetzt und das werden wir auch in Zukunft tun, dass wir diese Probleme der Menschen sehr ernst nehmen, das artikulieren werden und versuchen auch Lösungen anzubieten. Die FPÖ hat es einfach, die kritisiert. Wir suchen nach Lösungen und versuchen hier gute Rahmenbedingungen auch für Arbeitsplätze, für eine wirtschaftliche Entwicklung zu schaffen. Jetzt brauchen Sie einen Koalitionspartner und könnten es der FPÖ ja weniger einfach machen, indem Sie nicht nur kritisieren, sondern auch regiert. Ist die FPÖ für Sie ein gleichwertiger möglicher Partner mit der ÖVP oder sehen Sie einen qualitativen Unterschied zwischen diesen Parteien? Ich sehe den Unterschied dann, wenn man Gespräche geführt hat, wenn es ein Koalitionsübereinkommen gibt. Sie kennen ja die FPÖ seit vielen, vielen Jahren im Burgenland. Das heißt aber nicht, dass man nicht ein Koalitionsabkommen treffen kann, das dann zu beurteilen ist. Wir führen ja noch keine Koalitionsgespräche. Ich weiß, dass Sie auch sehr populistisch agieren, dass Sie bewusst auch gegen Asylwerber argumentieren. Aber das heißt nicht, dass man nicht reden kann und darauf aufmerksam macht, dass wir die Pflicht haben, Kriegsflüchtlinge auch zum Beispiel im Burgenland aufzunehmen. Die Gemeinde Neudörfel zeigt, wie man integriert. Da sind 44
Flüchtlinge, die vorbildlich betreut werden. Und wenn man in kleinen Einheiten Kriegsflüchtlinge betreut, dann ist das für uns ein wichtiger Punkt, auch im Koalitionsübereinkommen, neben anderen Punkten auch. Und aber da ist die FPÖ auch gefordert, das in entsprechender Form zu tun. Das Burgenland ist immer ein Ort der Menschlichkeit, wo in vorbildlicher Art und Weise, siehe Neudörfel, auch Flüchtlinge betreut werden und vor allem unbegleitete Minderjährige. Das ist eine große Herausforderung. Jetzt haben Sie ja schon im Wahlkampf über eine mögliche Koalition mit der FPÖ gesprochen, sogar eine Urabstimmung unter Ihren Mitgliedern durchgeführt. Die Bundes-SPÖ hat ja eine ganz, ganz klare Linie, keine Koalition mit der FPÖ. Und dazu wurde jetzt auch Bundeskanzler Faymann unmittelbar vor unserer Sendung im ORF-Report gefragt, nämlich was er dazu sagt, dass Sie mit Rot-Blau verhandeln wollen. Und das ist das, was er gesagt hat. Wenn Hans Nissel der Meinung ist, dass das im Burgenland möglicherweise, ist ja noch gar nichts entschieden, die Verhandlungen haben ja noch gar nicht begonnen, aber möglicherweise eine andere Meinung vertritt, dann wird er das entscheiden und vertreten. Ich auf Bundesebene habe eine klare Haltung. Wer 2018 bei der Nationalratswahl die SPÖ wählt, kann sich darauf verlassen, ich mache keine Koalition mit dieser FPÖ. Und der Faymann hat das damit begründet, weil er sagt, die FPÖ ist eine Partei, die immer nur hetzt. Ist das die FPÖ im Burgenland nicht? Ist das eine andere FPÖ? Es ist im Burgenland auch teilweise eine andere FPÖ, weil dieses Hetzen in dieser Intensität, das es in anderen Bundesländern gibt, das haben wir so intensiv im Burgenland nicht. Haben Sie je eine Distanzierung eines burgenländischen FPÖ-Politikers von irgendetwas gehört, das in der Bundes-FPÖ passiert wäre? Also ich denke, dass die Distanzierung nicht öffentlich erfolgt, aber es wird von der burgenländischen FPÖ auch nicht gemacht. Und deswegen sagen wir, ja, wir führen auch mit der FPÖ Gespräche. Und heute hat der Landesparteivorstand einstimmig beschlossen, nämlich eine Generalvollmacht an mich, dass ich mit den Parteien Verhandlungen führen kann und schlussendlich dann auch Koalitionen mit dem Verhandlungsteam abschließen kann. Also auch da gibt es grünes Licht. Einerseits durch die Urabstimmung und andererseits durch einen einstimmigen Vorstandsbeschluss der Sozialdemokratie des Burgenlandes, wo von der SJ bis zu allen Organisationen alle eigentlich vollzählig vertreten waren. Das ist ja auch deswegen so interessant, weil die Abgrenzung der FPÖ seit Franz Franitzky so etwas wie das oberste Gebot in der SPÖ ist. Sie werden das erste Mal seit Jahrzehnten durchbrechen und die FPÖ damit in der SPÖ quasi salonfähig machen. Und das nur wenige Monate, bevor Michael Häupl in Wien einen ganz starken Anti-Strache-Wahlkampf führen wird. Schaden oder würden Sie Ihrer Partei damit nicht ganz enorm schaden? Oder wollen Sie damit sogar ein neues Verhältnis zwischen Rot und Blau etablieren? Wir haben schon in der ersten Legislaturperiode vom Jahr 2000 bis 2005, also meiner ersten Legislaturperiode, das freie Spiel der Kräfte gehabt. Und wir haben mit der ÖVP, mit den Freiheitlichen und mit den Grünen gemeinsame Beschlüsse gemacht. Aber keine Koalition mit der FPÖ? Die Koalition hat es nicht gegeben, aber es hat gemeinsame Beschlüsse im sachpolitischen Bereich gegeben. Das gibt es im Parlament auch. Also, naja, da habe ich jetzt in letzter Zeit nicht gesehen, dass die SPÖ mit den Freiheitlichen oder... jede Menge einstimmige Beschlüsse ja, im Parlament, aber die ganze Zeit. Gemeinsam mit ihnen, also ausschließlich mit der FPÖ oder mit der ÖVP oder mit den Grünen. Ja, aber eine Koalition dass es ist gemeinsame Beschlüsse gibt, die gibt es ja jetzt auch. Aber das war das freie Spiel der Kräfte, wo auch gemeinsame Beschlüsse gefasst wurden. Und jetzt verhandeln wir und wir werden, wenn es ein Koalitionsübereinkommen gibt, das auch sehr transparent herzeigen. Und dann soll man beurteilen, ob das ein gutes Übereinkommen ist oder nicht. Gut, das haben Sie schon gesagt. Aber die Frage war, würde das nicht der SPÖ auf Bundesebene oder Michael Häupl in Wien ganz massiv schaden, wenn Sie die Freiheitlichen in der SPÖ regierungs- und damit salonfähig machen? Also ich glaube, der Bundeskanzler hat das ganz klar gesagt. Es gibt auf der Bundesebene keine Koalition mit den Freiheitlichen und auf Landesebene gibt es die Möglichkeit. Klare Aussage. Wie wollen Sie eigentlich die ÖVP daran hindern, nach 50 Jahren endlich wieder den Landeshauptmann im Burgenland zu stellen? Das ginge sicher aus für die ÖVP. Ich habe Signale von allen im burgenländischen Landtag vertretenen Parteien, dass sie bereit sind, mit der Sozialdemokratie eine Koalition zu bilden. Also insofern denke ich, sollte das auch im Burgenland so sein wie in allen anderen Bundesländern, dass die stimmenstärkste Partei den Landeshauptmann stellt. Ja, aber es gibt kein Gesetz. Also die ÖVP könnte auch gegen Sie eine Koalition oder eine Mehrheit bilden, den Landeshauptmann holen. Na, genau das ist ja der Grund, warum es sehr wichtig ist, dass wir auch mit den Freiheitlichen sprechen. Also bevor die ÖVP den Landeshauptmann bekommt, machen Sie Rot-Blau? Das ist durchaus möglich. Es gäbe noch eine andere Möglichkeit für Sie, also neben Rot-Schwarz und Rot-Blau, nämlich eine Dreierkoalition mit Grünen und Landesliste. Ist das eine realistische Möglichkeit oder sagen Sie gleich, eine Dreierkoalition will ich nicht? Meine erste Option ist eine Zweierkoalition, aber ich schließe auch diese Variante nicht aus. Herr Landeshauptmann, vielen Dank für den Besuch im Studio. Gerne.